Tagelang rätselte die Welt. Was ist das Geheimnis dieser seltsamen Schläuche und des kleinen Kastens auf George Bushs Rücken? Ein Mann kennt die Antwort. Ach das ist nur der Treibstofftank. Den mussten wir aus feuerpolizeilichen Gründen außen anbringen. Johannes Schlüter, der gewisses Wissen, bürtige Göttinger, arbeitet als Bush-Pilot für die amerikanische Regierung. Er steuert den Bush seit fast 4 Jahren. Hier in der Steuerzentrale, dem Cockpit, bereitet sich Schlüter auf seinen Arbeitstag vor. So, ich fahre den Bush mal hoch. All right. Dann mache ich mal einen Augencheck. Links, rechts, links, rechts. Very good. Und einen Zungencheck noch dazu. Left, right, left, right. All right. Gut, dann lasse ich ihn mal aufstehen. So. Uah. Scheiße. Das Vorführeffekt. Manchmal klemmt er ein bisschen. Ich versuche das nochmal. So. Jawohl, wer sagt's denn? So. Wenig später. Eine Pressekonferenz. Neben einem Führerschein Klasse 3 muss Schlüter auch über Grundkenntnisse in der Textverarbeitung verfügen. Ja, hier am Voiceboard gebe ich ein, was der Bush so sagen soll. Das ist manchmal schwierig, wenn ich die Rechtschreibung nicht ganz genau weiß. Zum Beispiel dieses Gefängnis Abu Ghraib oder wie das war. Abu Ghraib. Nee, glaube ich nicht. Oder Abu Ghraib. Abu Ghraib. Auch nicht, aber... ist mir jetzt auch Wumpe, glaube ich. Würden Sie denn sagen, Bush-Pilot ist ein Traumjob? Gut, als ich vor 10 Jahren in die USA kam, wollte ich eigentlich Taxifahrer werden. Und warum klappte das nicht? Na gut, mein Englisch ist jetzt nicht so toll, ne? Seit 4 Jahren fährt Schlüter den Bush nahezu unfallfrei. Aber es gab auch brenzlige Situationen. Jo, das war in der Grundschule und ich hatte den Bush auf Autopilot gestellt und Pause gemacht. Und auf einmal kommt eine wichtige Nachricht rein, ne? Und normalerweise muss man da ernst gucken oder was Wichtiges sagen vielleicht, ne? Und habe ich dann nicht gemacht, war mein Fehler, dumm gelaufen. Haben Sie denn Angst um Ihren Arbeitsplatz? Ja gut, der Bush hat noch TÜV bis November, aber was danach kommt, weiß kein Mensch. Also ich fände es schade, ich würde gerne weitermachen, weil vor allem die Kollegen sind ja super nett, ne? Ready for handshake, Eddie? Ready for handshake. Shake, 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 and... disconnect. Very good. Johannes Schlüter, ein Deutscher in Amerika, geht seinen Weg.